Na gut, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier der Story nach, weil ich glaube, wir haben jetzt hier mit, schätze mal, tief allen palabert. Wir haben viel erreicht auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwo Möglichkeiten gibt, um die Karte zu erweitern. Ja, das müsste ich hier mit Knuckles erledigen. Da haben wir zum Beispiel einen, so einen Coco, mit dem ich das machen kann. Aber ansonsten, ja, vielleicht noch Amy dazwischen. Na, werden wir sehen. Jedenfalls gehen wir jetzt mal endlich unserem Story-Ziel weiter. Es wird Zeit. So, da muss ich dafür lang. Wir haben viel erreicht. Und ja, ich kann dann Tails nachher noch deren Design-Stats maximieren lassen. Das ist auf jeden Fall auch eins meiner Ziele hier. Ist nur schade, dass man so lange auf den Sternschauer warten muss, damit das dann überhaupt möglich wäre, weil ansonsten wüsste ich nicht, wie man das grinden sollte. So. So, dann müsste ich erstmals hier den Ventilator dafür aktivieren. Angreifen. Und ruck. Und hepp. Und darauf. Obwohl, nee, da glaube ich, war nicht das hier, war es nicht angebracht, dass ich hier das war nicht so angebracht hier. Wo muss ich jetzt hin? Da unten. Moment, ist das eine Kartenerweiterung? Nein, das ist... Ne, die haben wir bereits aktiviert. So, was ich sagen wollte, es ist nicht angebracht, dass wir hier... nur mit den... Tornado hochkommen. Oh. Hier muss ich rein. Rock. So. Und geschafft. Na, aktiviert das doch bitte. Okay, das nächste Kokorit. Du schaffst das. Sag, wenn ich helfen kann. Das ist dein Fachgebiet, Kleiner. Ich wünschte nur, ich könnte inzwischen was verprügeln. Wir zählen auf dich, Kleiner. Ich schätze mal dann da nach oben, ne? Bumm. Kawumski. Obwohl, wo ist das jetzt hier genau? Hier drüben. Also, hier war ich, glaube ich, bei diesen Herausforderungen schon. Fliegen wir einfach hin. Dann passt das schon. So. Nee. Da müsste ich weiter rauf. Och nein, ist mir jetzt welche hier runtergefallen. Ich hätte eigentlich schon längst eine 8 gebildet. Na, jetzt aber. Ich schätze mal, dann will ich halt mal ein bisschen cheesen und fliege einfach gleich weiter, statt dass ich diese ganze Herausforderung bestreite. Ach, come on, als ob. Oh, Rock! Tja, wenn man's kann, dann kann man's. Man muss halt die Chance nutzen, wenn man sie nutzen kann. Und hoch da. Okay, dann mal rüber. Und das immer.
Ah, so haben sie also den Chaos Emerald bekommen. Ich muss also diese Koko-Geräte nutzen, damit, ja. Ja, schon verständlich. Jetzt wissen wir, was hier abgeht, so. Gibt's eigentlich noch andere Events, die jetzt hier freigeschalten worden sind? Neue Gespräche oder so? Moment. Achso, das ist nur ein Stück Land. Hier sind keine weiteren Charaktere, die mit einem palabern wollen. Zumindest kann ich keine auf der Karte jetzt erkennen. Bestimmt sind welche hier. Irgendwo bei den Bruchstücken, die jetzt noch nicht geöffnet worden sind. Aber ja. Gut, dann. Dann fliegen wir mal zum Chaos Emerald. Holen wir ihn uns. Natürlich muss wieder alles erstmal aufploppen. So, da sind wir. Ich weiß, ich hätte dafür hier solche Herausforderungen bestreiten können, aber... Hier so eine Förderbänder haben sie vor dem. Aber, hey, wenn ich schon die Gelegenheit nutze... Also wenn ich schon die Gelegenheit habe, warum sollte man sie nicht am Schopfe packen? Du wirst die vier Türme der Meister erklimmen müssen. Es sind die Denkmäler der Piloten, die ihr Leben gaben, um die Welt zu retten. Piloten? Ach, die aus den Visionen, oder? Die diese Titanen kontrolliert haben. Ja, die Titanen, die du zerstört hast. Hey, ich hab dich von Anfang an gebeten, mir alles zu erklären. Das spielt jetzt keine Rolle. Die Komponenten für die Schlüssel zu jedem Turm sind auf der ganzen Insel verstreut. Finde sie, besteige die Türme und bestehe ihre Prüfung. So erlangst du die Kontrolle über die Cyberkorruption. Teile machen Schlüssel. Schlüssel schließen Türme auf. Türme machen mich stärker. Alles klar, wird erledigt. Ja, und schon spielen wir wieder mit Sonic. Hä? Ah, jetzt kommt auch sein Spin Dash. Oh. Lass die Emerald zu, keine Profi. Hm. Alles klar. Tja, dann gilt es jetzt hier den Turm zu bestreiten. Oh, aber hier gibt es tatsächlich noch mit Sonic ein Gespräch. Oh, jetzt kann er endlich auch mal na, den Spin Dash hier als Turbo einsetzen. Weil, den kann man ja auch für das normale Spiel freischalten, soweit ich weiß. Zahnräder haben wir bereits, heilige Scheiße.
So, ja, damit kommen wir auch deutlich schneller voran als mit dem Mega-Turbo. Naja, so ziemlich gleich, würde ich sagen. Das habe ich vermisst. So, aber jetzt, oh, Knucklehead ist auch hier. Gibt es eigentlich auch Kokos, mit dem man... Ich glaube, für Sonic gibt es das nicht. Aber dafür waren also die ganzen Ausschau-Kokos da, nehme ich mal an. Na gut, müssen wir erstmal einen Knucklehead aufsuchen. Wo ist er? Da oben? Ach, ich werde es vermissen. Mit Tails habe ich wirklich am meisten Spaß gehabt, hier durchzuforschen. Und jetzt bin ich wieder an Land. Na gut, wird schon schief gehen. Ich kann da auf jeden Fall hochklettern, aber das ist hier nicht das Problem. Um es zu aktivieren, muss ich in den Cyberspace und wieder raus. Soll ich bei der Suche nach den Emeralds helfen, während ich mich um den Turm kümmere? Was glaubst du, mit wem du redest? Überlass die Emeralds mir. Na gut. Du meinst. Oh, Sage. Da drüben. So. Wird allerdings nicht mehr so leicht, hier rüber zu kommen. Aber vielleicht helfen die Rail-Schienen hier. Aber wir könnten jetzt auch Cyberspace bestreiten, ne? Tatsächlich neue Cyberspace-Level, was? Da gibt's auch diese... silbernen Mondringen. Vor Hologramm-Tails? Rette alle Tiere und erreiche das Ziel. Ich würde sagen, wir machen das dann ein anderen Mal. Wir sollten jetzt erstmal gucken, dass wir hier rüber gelangen können. Aber boah, das wird alles andere als einfach. Okay, hiermit müsste es am besten ersten möglich sein, hoffe ich mal. Nee. Ich muss ja leider Gottes einen anderen Pfad suchen, um da auf die andere Seite zu gelangen. Es ist schade, weil mit Tails habe ich wirklich mehr Transportmöglichkeiten gehabt. Aber was soll's. Vor allem haben wir generell auch nicht so viel Aero... Dynamik hier, weil mit den anderen hatten, selbst mit Amy hat man dadurch mehr. Oh ja, ich habe ja wieder die Homing Attack. Darf ich auch nicht vergessen. Komme ich denn da jetzt rüber? Das ist hier eine Stelle für Knuckles, oder geht das auch mit Sonic irgendwie? Wie geht es auch mit Sonic irgendwie? Ich kann es mal probieren. Wird nicht einfach. Ah, shit. Warte mal, hieß es nicht, dass ich auch dabei hochklettern könnte, oder geht es wirklich nur mit Knuckles hier? Ja, toll. So, jetzt war. Aber ich sehe auch gerade mit seinen Stats, der hat auch wirklich einen neuen Sternschauer nötig. Um hier seine Stats auch aufs Maximum zu bringen. Oh. Wow. Wow. Immerhin kann ich das jetzt auch mal bestreiten hier. Ging ja vorher sonst nicht. So, ich glaube, ich bin jetzt da, ne? Moment mal, haben wir überhaupt neue Fertigkeiten? Nö. Alles beim Alten geblieben. Und ich kann das auch nicht hier aktivieren, ne? Aber immerhin können wir jetzt nicht wieder mit einem weiteren Charakter hier palabern. Oder... Oh. Ganz weit hinten an der Stelle, aber ich bin ja zum Glück auf der richtigen Seite, also
Das passt schon. Na komm jetzt. Renn los! Und der nächste Ausschau, Coco. Aber die kann man jetzt auch über diese neuen Cyberspace-Level bekommen. Da wünsche ich mir, ich könnte auch wieder umherreisen, aber das geht auch nur, wenn die Karte vervollständigt ist. Die Teleportfunktion kann ich leider noch nicht nutzen. Okay, jetzt erstmal können wir endlich mal mit Sage palabern. Die Titanen, gegen die ich gekämpft habe, sahen alle anders aus. Warum bloß? Auf dem Planeten der Ahnen lebten einstmals 5 Stämme nebeneinander. Ein Stamm hatte große, starke Körper. Ein Stamm entwickelte Schwänze anstelle von Beinen. Ein Stamm bestand aus 4 Beinen. Einer hatte Flügel. Und ein Stamm war von allen der intelligenteste. Die 5 Stämme waren vereint im Kampf gegen ihren Feind, aber sie waren hoffnungslos unterlegen. Am Ende gingen 4 von 5 Stämmen unter. Die Überlebenden des intelligentesten Stammes schufen Waffen basierend auf den 4 anderen Stämmen und kämpften erneut gegen ihren Feind. Die Titanen stehen für den Wunsch der Ahnen, ihre gefallenen Stammesmitglieder zu rächen. Ah, das erklärt auch, warum die so anders waren. Also so verschieden waren die ganzen Titanen. Aber gut zu wissen, das ist schon eine interessante Info. So, aber es gibt kann man noch einen anderen Charakter irgendwo. Kann ich überhaupt? Nee, ich kann leider nicht portieren. Es geht leider nicht. Gut, dann schauen wir mal wegen Charaktere. Oh, Tails, Sage, Eggman, Amy. Oh mein Gott, und ich muss da wieder hingelangen. Das wird nicht easy. Oh. Haha. Renn ich an ihm mal so, der ist so nebenbei vorbei. Oh, ich sehe gerade schon wieder. Oh. Das ist aber eine ziemlich lange. Ja. Ziemlich lang, so ein Endlichkeitszeichen. Also so könnte ich rüber gelangen. Ja gut. Das hat gut geklappt. Und schon bin ich drüben. So wie ich es wollte. Okay, Tails Boy. Ich hab's mir angeschaut. Der Turm scheint nur auf Sonic zu reagieren. Also kann nur ich sie aktivieren. Okay, ich kümmere mich um die Türme. An die Arbeit. Ja, wir alle haben eine Aufgabe. So ist es. So. Und schauen wir mal. Ja, Sage haben wir hier. So, auf der Seite ist zum Glück niemand mehr. Gut. Dann Sage, Eggman und hier am Ende noch mit Amy. Ja, und wenn wir mit allen geredet haben, dann würde ich vorschlagen, dass wir dann ab dem nächsten Part die Cyberspace-Level bestreiten. Oder erstmals den ersten Turm. Und dann schauen wir mal, ob vielleicht durch den Turm auch wieder ein paar Teile der Karte geöffnet werden, sodass wir dann zu den Cyberspace-Leveln kommen. Also besser, also leichter zu den Cyberspace-Leveln hinfinden kann. Ich wusste, dass sie es schaffen. Aber lass uns keine Zeit verlieren. Du musst jetzt schnell zum Turm. Stimmt, es wird Zeit, es zu holen. So. Aber ja, eins nach den anderen. Immerhin können wir an Land wirklich schnell laufen, also... Den Spindash macht einiges einfacher. Nerv nicht. Ja, sorry. Ein andermal vielleicht.
Ich glaube, ich habe sowieso schon genug Zahnräder, die ganzen Cyberspace-Level zu bestreiten. So, wo ist denn... Ah. Da ist er, ja. Wenn ich gewusst hätte, dass ich mit dir mal zusammenarbeiten muss. Entsetzlich. Sag der Richtige. Sag einfach Bescheid, wenn du vorhast, was Nützliches zu tun. Nützlich? Du meinst spektakulär? What's up? Du wirst ein Wunder erleben, das blauer ist als du. Kann's kaum erwarten. Aber könntest du fürs Erste den großen Typen am Himmel schocken? Das wäre ganz hilfreich. Da möchte ich mal wissen, wie das anstellen soll. So, Ames. Da. Da war sie. Ansonsten glaube ich, war es das fürs Erste, weil ich sehe da keinen weiteren. Es ist ein Inselstück. Nee. Okay. Dann mal los. Dann starten wir meinen Besuch ab. Wow. Oh. Können wir auch mal aufmachen, wenn wir schon dabei sind. Bin schon echt gespannt auf diese neuen Cyberspace Level. Und wie die so ab. Also wie wir so abgehen werden. Was heißt da? Es sind neue hinzugekommen. Wahrscheinlich von der Ästhetik werden es wieder dieselben sein. Also Green Hill, Chemical Plant und diese. Und Sky Sanctuary und auch diese Stadtlevel. Aber ansonsten, ja. So ziemlich wieder dasselbe sein. So wie wir es kennen. Weil es eh schon leid sind zu sehen. Hm. Okay, danke. Ja, noch mehr Samen. Für die Quote aktivieren wir mehr. Muss doch nicht mal die Wächter dafür bekämpfen. Natürlich auch. Das wäre natürlich jetzt wieder. Was ja schon eigen ist, das sind ja hier ganz eigene Herausforderungen, weil es gibt keine roten Ringe, sondern silberne Mondringe, Zahlenringe. Und erreiche das versteckte Ziel? Was für ein verstecktes Ziel, bitte? Oh mein Gott, also das... da wartet uns noch was. Da bin ich gespannt, wie es dann abgehen wird. Ich bin nicht mehr bloß ein Fräulein in Nöten. Du wirst schon sehen. Am Ende wird es an mir liegen, dich zu retten. Es liegt jetzt schon ziemlich viel an dir, finde ich. Irgendwann wirst du noch zu cool für uns alle. Ich hol so schnell auf, dass dir schwindelig wird. Selbstbewusst, auf jeden Fall. Aber ja, sie war schon größtenteils niemals wirklich das, nur das Fräulein in Nöten. Sie war schon immer sehr hilfreich und ja. Jetzt kann sie sich noch mehr ins Zeug legen. Aber gut. Oh, da war ja noch ein Cyberspace-Level. Und ja, den bestreiten wir dann im nächsten Part. Bitte nicht darunter fallen. Ich weiß nicht, können wir den... Ja, hier. Die sind dann zum Glück schon ganz gut markiert hier. Da haben wir wirklich so einige noch vor uns. So einige. Uhuhuhu. Das kann was werden. Aber ich denke, wir haben genug Zahnräder, um sie alle dann zu nutzen. Ja gut, aber bevor wir das machen... Würde ich lieber sagen. Ist das hier der Turm, ne? Was ist das hier? Hm. Scheint ein besonderer Turm zu sein. Oh ja, ich schätze mal, wir müssen hier lang. Dieser speziell aussehende Koko ist bestimmt der Turm, den wir bestreiten müssen. Ein
Diese setzen auch solche, wie heißt es nochmal? Hier ist schon diese speziellen Kokos voraus. Also müssen wir erstmal zu dem Turm hier, der ist aber am anderen Ende. Aber gut. Im nächsten Part geht's dann weiter. Wie immer gilt, wenn es dir gefallen, wusste ihr dieses Bestimmnis ist. Thumbs up und Kommentar nicht vergessen, dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush für die Wicked hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Sonic Frontiers The Final Horizon. Also auf Wiedersehen. Und tschüss, Leutchen!